Hallo Freunde, ich bin's Evo und das ist Gerald, ein Experte der TU Graz. Bit und ich haben euch ja schon in einem anderen Video gezeigt, wie ihr uns mit Hilfe von Farbcodes Befehle geben könnt. Heute möchten Gerald, Bit und ich euch zeigen, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, wie ihr uns steuern könnt. Mit dem Programm OsoBlockly oder mit der Evo-App könnt ihr uns programmieren und uns noch speziellere Anweisungen geben. Danke Evo! Ich darf euch nun OsoBlockly vorstellen. Ihr könnt OsoBlockly in einem Webbrowser öffnen. Dazu benötigt ihr einen Computer oder ein Tablet. Wir schauen uns das heute auf einem Computer an. Zuerst müsst ihr in die Adressleiste eures Browsers die URL osoblockly.com eingeben. Ihr gelangt auf die OsoBlockly-Seite. Im rechten unteren Bereich müsst ihr auf Get Started klicken. Ihr seht nun die Programmierumgebung für den OsoBot. Links oben könnt ihr auswählen, ob ihr einen Code für den OsoBot Evo oder den OsoBot Bit erstellen wollt. Darunter könnt ihr den Schwierigkeitsgrad wählen. Wir beginnen heute mit Level 2, Beginner. Auf der linken Seite seht ihr verschiedene Befehlskategorien. Darin findet ihr unterschiedliche Programmierbausteine, die ihr mittels Drag and Drop in den grauen Programmbereich in der Mitte ziehen könnt. Mit diesen Bausteinen baut ihr euer Programm für den OsoBot. Bei vielen Bausteinen könnt ihr über ein Dropdown-Menü weitere Einstellungen vornehmen. Mein Programm besteht aus einer Abfolge von Befehlen. Man kann auch Algorithmus dazu sagen. Wenn ihr euer Programm fertig habt, dann könnt ihr es auf den OsoBot übertragen. Dazu müsst ihr links unten auf den Button mit dem Blitzsymbol klicken. Anschließend muss der OsoBot auf dem Screen kalibriert werden. Ihr haltet dazu den Power-Button ca. 2 Sekunden gedrückt, bis die LED des OsoBots weiß blinkt. Dann lasst ihr den Button los und haltet ihn auf den weißen Kreis am Screen, bis er grün blinkt. Wenn er rot blinkt, müsst ihr die Kalibrierung wiederholen. Nun könnt ihr das Programm auf den OsoBot übertragen. Platziert den OsoBot auf der weißen Skizze am Bildschirm. Drückt danach auf Load Bit oder Load Evo und wartet, bis das Programm fertig übertragen wurde. Achtet darauf, dass die LED des OsoBots während des Ladevorgangs durchgehend grün blinkt. Nun hat er das Programm erhalten. Wie ihr das Programm starten könnt, wird euch nun Bit erklären. Das geladene Programm könnt ihr starten, indem ihr meinen Power-Button zweimal schnell hintereinander drückt, wie bei einem Doppelklick. Wenn alles funktioniert, führen wir nun eure Befehle aus. Am besten werdet ihr nun selbst kreativ und erstellt eure eigenen Programme für Evo und mich. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal!